Einen wunderschönen guten Tag. Servus. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In der letzten Folge hatten wir die Mission, in diesem Vorposten nach den Elex-Schmugglern zu gucken. Ich habe ja tatsächlich diesen Carsten im Auge, weil der uns als einziger so ein bisschen... Er hat uns quasi seine Truhe einfach nicht gezeigt. Und ich wette, irgendwas ist in seiner scheiß Truhe drin. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir da dran kommen. That's problem. Ich gehe da jetzt nochmal nach Carsten und guck mich da nochmal um. Vielleicht liegt da irgendwie... Oder vielleicht quatschen wir nochmal mit dem und der gibt uns seinen Türcode. Wo war der denn jetzt hier? Hier. Huch, haben wir nur ein halbes Feld. Na, nichts gefunden? Habe dir doch gesagt, hier ist nichts. Uns kann eh keiner was unterschieben. Die Truhen sind alle abgesichert. Wenn das so ist, lass mich einen Blick in deine Truhe werfen. Da sind nur ein paar Klamotten drin, sonst nichts. Aber bitte, hier... Ja, okay. Ja. Warum nicht gleich so? Der zappelt. Der hat irgendwas vor. Aber jetzt habe ich den Türcode natürlich nicht gelesen. Ja. 8195. 8195. Geht doch. Outlaw Klamottenbündel. Der Geruch und das Aussehen lassen keinen Zweifel daran, dass es sich um typische Outlaw Klamotten handelt. Eine Anprobe würde wohl mit Krätze eingehen. Okay. Ich habe mir deine Truhe angesehen. Glückwunsch, du hast in meiner alten Wäsche gewühlt. Das, was ich gefunden habe, sagt mir, dass du ein falsches Spiel treibst. Oder warum sollte ein Kleriker die Kleidung eines Outlaws horten? Hey, hey, hey. Wenn das alles ist, was du gegen mich in der Hand hast, dann ist deine Beweislage ein bisschen dünn. Das entscheiden die Kleriker im Hort. Überleg dir genau, was du tust. Ja, ich bin ein Outlaw, aber ich bin kein Dummkopf. Alles, was ich tue, ist, diese dämlichen Kleriker mit ein bisschen Elex und Stims zu versorgen. Trotz der Verbote ihrer Obrigkeit fahren sie es sich rein. Niemand kommt dabei zu Schaden. Und wenn du mich weiterhin gewähren lässt, beteilige ich dich mit einem Zehntel an meinen Einnahmen. Klingt nach einem geringen Risiko. Schlagen wir also ein. Abgelehnt. Du und dein Zeug verzieht euch aus Ignadan. Es steht für mich zu viel auf dem Spiel, als dass ich mir von dir sagen lasse, was ich tun werde. Du wirst ein gutes Madenfutter abgeben. Dich mache ich lang! Oh, was? Na gut, ich hatte ja auch kein Leben mehr, ne? Okay, warte mal. 7? Okay, Bämsle. Dass der uns so umhaut, halt. Boah, 8195, war das richtig? Geht doch. Ja. Mein Gott, jetzt werde ich nervös. Dann gehen wir mal hier hin, dass ich ein bisschen ausweichen kann. Immer wenn ich bin. Ich habe... Bla bla bla, das kennen wir ja schon. Ja. Abgelehnt. Es steht für mich zu. Du wirst. Dich mache ich lang! Oh. Phoenix! Der
Tod von Carsten wird die Geschichte verändern. Nice. Dass alles richtig ist, was ich hier so mache. Ja, ich würde sagen, auf zu unserem Auftraggeber, wa? Ach ne, wir müssen. Muss ja so machen. So, ab zur Kathedrale. Boah, gut, dass wir die Keule hatten. Und mit dem normalen Beil hätte ich das niemals hingekriegt. Da müssen wir hin. Arbeit zieht Arbeit nach sich. Da, 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 da. Hier runter. Und dann bin ich falsch, glaube ich, ne? Ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Bin ich hier richtig? Hä? Hier auch nicht? Hier oben waren übrigens Schlafräume, ich gehe kaputt. Ah, hier. Wegen des Elex-Schmuggels. Betrachte die Angelegenheit als erledigt. Du hattest also Erfolg. Ja. Ein Outlaw steckt hinter all dem. Er ist Geschichte. Das nenne ich Befehlsgehorsam. Gut gemacht. Aber erklär mir, wie ist ihm dieser Schachzug gelungen? Er hat den Außenposten infiltriert und konnte so verdeckt seinen Geschäften nachgehen. Das beunruhigt mich. Diese Kerle werden immer dreister. Aber gut, dass die Angelegenheit nun vom Tisch ist. Hier, nimm dies als Dank. Des Weiteren werde ich die nötigen Stellen wissen lassen, welchen Dienst du mir erwiesen hast. Kampf 20. Danke. Ich habe zu danken. Das wäre dann alles. Weggetreten. Jawohl. Gut, ich würde einfach mal nach Reinhold gehen wollen. Bin ich hier richtig? Da hinten muss ich rein, ne? Fragen, wie es mit meiner Aufnahme hier aussieht. Wir könnten auch einmal... Warte mal, wir machen was anderes. Hochtechnisierte Alliierte. Okay. Interessantes Angebot. Unter Geiern in der Wüste. Achso, das war, ja, hier, alles klar. Nachschubschwierigkeiten. Streuende Chimäre. Ich glaube, da sind wir noch zu schwach für. Das sollte ich machen. Bäm. Machen wir die Mission mal. Vielleicht kommen wir jetzt besser mit den Robotern klar. Ich weiß, ich bin ein bisschen übermütig. Oh, die Roboter drehen alle wirklich durch. Ich hätte mir wirklich nicht so viel Zeit lassen dürfen. Wie weit sind wir überhaupt? Habe ich meinen Skill jetzt bald schon? Nach der Mission könnten wir, wenn wir Glück haben, den Skill schon haben. Den ich so heißblütig seit gefühlt 10 Folgen hinterherlaufe. Kein Plan, was da für Feinde sind. Bam, 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 bam. Oh, kann man gar nicht einsammeln. Okay, wir speichern hier mal. Wir müssen auf den Fetten aufpassen.
mein Gott. Ich zieh doch deine Waffe, Junge. Wie soll ich den denn ausknipsen? Alter. Die Mission ist immer noch viel zu stark für uns. Leider noch viel zu stark. Scheiße, ey. Das ist echt scheiße. Machen wir das. Fertig. Bämsle. So, okay, die Mission war auf jeden Fall noch zu stark für uns. Dezent zu stark. Wegen den Elex-Händlern hier im Hort. Ja? Ich habe Dietrich geholfen, die Hintermänner des Elex-Handels ausfindig zu machen. Ich habe bereits davon gehört. Du hast uns einen großen Gefallen erwiesen. Dann mal her mit der Bezahlung. Bei so einer Aufforderung bin ich fast versucht, euch keine Bezahlung mitzugeben. Aber ich will heute mal nicht so sein. Hier, bitte. Wow. Ich speichere mal eben einmal. Ich möchte Akolyt der Kleriker werden. Lass mal sehen. Die Sache mit Dietrich war gute Arbeit. Die Hintermänner des Elex-Handels zu finden, hatte oberste Priorität. Aber all das beiseite. Du hast bewiesen, dass du bereit bist, im Sinne Kalans zu handeln. Und wir sind dringend auf gute Männer angewiesen. Wenn du möchtest, werde ich dich zum Akolyt der Kleriker ernennen. Aber denke daran, dich Kalan zu widmen, ist eine endgültige Entscheidung. Bist du dir also sicher, dass du Kleriker werden willst? Nö. Ich denke noch einmal darüber nach. Wie du willst. Gut, den können wir uns jetzt auch anschließen. Da fehlen jetzt eigentlich nur noch die Berserkers. Aber wir haben ja Level Up. 2, 3, 4. Perfekt. Übernehmen. Jetzt haben wir einen Punkt und den möchte ich gerne in Nahkampfwaffen investieren. Haben wir hier so einen Nahkampfwaffen? So einen Kampflehrer, Hagen. Und dann gehen wir einmal nach Hagen und dann haben wir wieder mein werden das schon regeln. Persönliches Ziel schon mal erledigt. Hagen, wo war Hagen denn jetzt doch? Ich kann mir das einfach hier nicht merken, ne? Das war das. Muss ich hier runter? Hagen, ich muss auf jeden Fall weiter runter. Okay, wir können jetzt Outlaw werden und wir können jetzt Kleriker werden. Ich glaube auch, dass wir mittlerweile Berserker werden können. Du bist also der Kampfausbilder. Richtig. Das Training, das ich verlange, beschränkt sich nicht auf rein körperliche Kraft. Auch die Kraft des Geistes und der Wille, für Kalan zu sterben, steht bei mir im Vordergrund. Nur die reinsten, stärksten und klügsten dürfen sich meinem Training unterziehen. Seit dieser verdammte Meteor herunterkam und das Elex mitbrachte, gibt es auf dieser Welt Krieg. Wir sind diejenigen, die ihn beenden werden. Vergiss das niemals. Wie kann ich hier trainieren? Zuerst einmal musst du mindestens den Rang eines Akolyten bei uns bekleiden. Und selbst dann wartest du, bis ich dich auffordere, mit einem von uns zu trainieren. Wer hier einfach anfängt herumzuschießen, der lebt nicht lange. Waffen sind kein Spielzeug, Rekrut. Zeig mir. Okay. Okay, bei dem können wir anscheinend nichts lernen.
Der hat ja voll die Kackwaffen. Knochenmarkbrühe. Nehmen wir einfach mal. Haben wir noch nicht. Okay, bei dem können wir anscheinend nichts lernen. Ich möchte jetzt einmal ganz kurz... Hier sind wir ja quasi durch, ne? Sage ich jetzt, behaupte ich jetzt einfach mal. Gehen wir einmal dahin. Jetzt fragen wir nochmal die Berserker, ob wir den Berserkern beitreten können. Als ich das letzte Mal hier war, habe ich eine gute Waffe in dem Haus da gefunden. Danach musste ich leider fliehen. Wer bist du? Cormac? Ja, und mit dir wollte ich sprechen. Bring mir was bei. Bring mir. Ja. Ja. Nahkampfwaffen auf Stufe 2 hätte ich tatsächlich gerne. Bäm. Saugeil. Als nächstes... Persönliches. Das hätte ich auch gerne. Ja, laber mich nicht voll. Als nächstes Ziel hätte ich gerne. Goldschmied. Hier Sockel einsetzen hätte ich tatsächlich als nächstes gerne gesagt. Sockel, nächstes Level up oder je nachdem diesen Trank, den wir herstellen können, möchte ich gerne auf Sockel einsetzen gehen. Das ist mein nächstes Ziel. Und jetzt möchten wir einmal kurz mit. Ich habe den Namen vergessen von dem Kerl. Ob wir uns denen jetzt auch beitreten können. Gespeichert habe ich ja jetzt, ne? Ich hoffe es. Was meine Unterstützung angeht, wie mache ich mich? Angrimstest hast du bestanden. Das war gut. Bond sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Jora meint, dass du ihn mit Maschinenteilen vom Konverter versorgt hast. Das war sicher nicht einfach. Du hast bei den Werkern wohl Eindruck hinterlassen. Ornir sagt, du warst ihm eine große Hilfe. Du hast mir bei der Sache mit Irdor geholfen. Das muss ich dir lassen. Meine Männer vom Mana-Schrein sind zufriedengestellt. Ich nehme an, dass sie das Elex zurückhaben, ist dein Verdienst. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Auch für dich. Du wolltest einen Bericht aus einer anderen Stadt. Was hast du herausgefunden? Ich bin im Vor gewesen. Dann raus damit, was hast du gesehen? Eine gut befestigte Stellung und viele Waffen. Und ihre Mannstärke? Beachtlich. Ich hatte immer gehofft, dass die Outlaws sich selbst zerfleischen. Aber besser, ich behalte sie im Hinterkopf. Hier, nimm das. Ich habe den Hort der Kleriker aufgesucht. Dann bist du weit gekommen und hast hoffentlich die Augen offen gehalten. Also, wie ist es um ihre Stärke bestellt? Sie haben eine schlagkräftige Kriegsmaschinerie. Dennoch ist ihre Mannstärke gering. Das macht sie nicht weniger gefährlich. Wie sind ihre Kräfte verteilt? Ihr Augenmerk richtet sich hauptsächlich gegen die Alps. Dann haben wenigstens sie erkannt, wer der wahre Feind ist. Hier, für deinen Bericht. Was meine Unterstützung angeht, wie mache ich mich? Angrimstest hast du bestanden. Das war gut. Bond sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Jora meint, dass du ihn mit Maschinenteilen vom Konverter versorgt hast. Das war sicher nicht einfach. Du hast bei den Werkern wohl Eindruck hinterlassen. Ornir sagt, du warst ihm eine große Hilfe. Du hast mir bei der Sache mit Irdor geholfen. Das muss ich dir lassen. Meine Männer vom Mana-Schrein sind zufriedengestellt. Ich nehme an, dass sie das Elex zurückhaben, ist dein Verdienst. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Okay, er ist noch nicht... Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Laber mich nicht voll. Edan, das Gesetz der Berserker. Töte Stormson, falsche Lehren, nicht willkommen.
Ich habe noch ein paar offene Quests, die könnte ich machen. Wir müssen einmal zu dem Werker Jora. Hieß der Jora? Wenn den Klerikerwaffen, die drücke ich dem jetzt in die Hand. Und dann machen wir mal eben mit dem Kleriker, der da unten rumhockt, kurz einen Prozess. Die Berserkerstadt. Ich war hier einmal. Ich hab's gehasst. Hoffentlich erkennt mich niemand. Ich muss mich wieder um meine Kräuter kümmern. Okay. Ich fand's eigentlich immer ganz cool hier. Also vom rein optischen finde ich tatsächlich die Berserker-Siedlung oder wie auch immer am geilsten. Ich habe ein paar Klerikerwaffen für dich. Ein beachtlicher Fund. Aus ihnen kann ich sicher eine Menge Elix gewinnen. Dazu muss ich lediglich die Abdeckung von der Halterung lösen und dann... Erspare mir die Einzelheiten. Ja, ja, schon gut. Hier, dein Lohn. Technik. Okay, und jetzt kümmern wir uns einmal um den Kleriker da hinten. Bumm. Falsche Lehren, nicht willkommen. Kümmern wir uns mal um den Kollegen hier. Den sollten wir auf jeden Fall jetzt im Zweikampf besiegen können. So, speichern wir vorher mal. Angrim hat es auf deinen Kopf abgesehen. Das ist nicht gut. Er verurteilt jemanden zum Tode, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber ich werde ihm zuvorkommen. Hilf mir, hier rauszukommen. Ich brauche sicheres Geleit, um aus Edan zu verschwinden. Dein Kopf ist wertvoller als dein Leben. Du mieser Bastard! Ich zeige dir jetzt, was es heißt, mich zu reizen. Hier bringe ich Manieren her. Nice, das war easy. So, dann gehen wir nochmal nach Angrim. Und dann gehen wir nochmal nach... Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Cormac war es nicht, ne? Aber ich weiß noch nicht, ob ich mich jetzt endgültig anschließen soll. Also ich werde mich definitiv irgendeinen anschließen, aber jetzt noch nicht. Das dauert, glaube ich, noch 2-3 Folgen. Weil ich noch gern die... Da muss ich lang, ne? Angrim. Weil ich noch gern die ein oder andere Quest erledigen würde, bevor ich mich einer Siedlung hier anschließe. Moin. Wegen des Klerikers. Bertram ist tot. Ist er der Kleriker gewesen? Dabei hatte ich ihn gar nicht unter Verdacht. Es besteht kein Zweifel. Gute Arbeit. Ich brauche mehr Männer wie dich im Clan. Hier. Du hast im Sinne des Clans gehandelt. Das soll belohnt werden. Okay, warte, ich speichere mal und dann mache ich Stormson hier. Nehmen wir den mal. Jo. Stormson ist bei den Klerikern untergekommen. Und wenn er sich in Xakor verkrochen hätte, mein Arm reicht weit. Ich hoffe, du hast ihn das wissen lassen. Nein, ich bin nicht deine Marionette. Du besitzt also die Frechheit, dich offen gegen meine Entscheidung zu stellen. Dein uneinsichtiges Verhalten wird Konsequenzen nach sich ziehen. Ragnar wird davon erfahren. Geh mir aus den Augen. Okay. War das eine Fehlentscheidung?
Werden wir sehen, ne? Komm schon, komm schon, komm schon. Boah, geschafft. Am Arsch, geh da hoch. So, jetzt hat er's. Was meine Unterstützung an? Okay. Wie mache Angriff. Bones. Jupp, du hast bei den Werken. Meine Frau scheint große Stücke auf dich zu halten. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du einen Kleriker enttarnt und ihn seiner gerechten Strafe überführt. Sehr gut. Du hast mir bei der Sache mit Irdor geholfen. Das muss ich dir lassen. Der Mörder Stormson lebt, obwohl du damit beauftragt wurdest, ihm das Handwerk zu legen. Meine Männer vom Mana-Schrein sind... Alles in allem bin ich zufrieden mit dir. Die Stimmung ist um einiges besser geworden. Hier, ich will ja nicht undankbar wirken. Meine Fresse! Mit dem Sümmchen kommst du schon eine Weile über die Runden. Ich sehe die Gier in deinen Augen, aber vergiss es. Ich habe die Belohnung nicht dir zugesprochen. Und da du jetzt so viel für uns getan hast, sollte es dein Ziel sein, uns beizutreten. Denk darüber nach. Vielleicht lehren wir dich dann sogar eines Tages unsere Magie. Okay, wir können uns jetzt auch den Berserkern anschließen. Endlich, meine Güte. Perfekto, würde ich sagen. Spiel mit deinem Tech-Zeug woanders herum. Laber mich nicht voll, Junge. Frage ist jetzt, welche Mission mache ich noch? Ich würde sagen, wir machen erstmal diese drei hier, dann sind wir in Edan durch. Ich fange einfach hier an. Spurensuche. Bam, bam, bam. Gehen wir mal zum großen Aufzug, würde ich sagen, ne? Ja. Und jetzt würde ich sagen, machen wir noch ganz entspannt hier die ein oder andere Mission, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln, etc. etc. pp. Ah, warte mal, das ist das verlorene Tal hier, ne? Mögliche Altposition. Komme ich da überhaupt rein? Sieht nicht so aus, ne? Das ist dieses verbotene Tal. Wir machen erstmal den Aufzug. Zahnrad. Hä? Ich kenne Ray. Warum suchst du nach ihm? Wer tut das nicht? Es ist eine ganze Kiste Splitter auf ihn ausgesetzt worden, Mann. Hey, Moment mal. Da ist ja der Mistkerl. Mann, Ray. Du steckst ganz schön tief in der Scheiße. Weißt du das? Freut mich auch, dich zu sehen, Mason. Bist du jetzt sein neuer Aufpasser, oder was? Sieht ganz so aus. Tja, Mann, dann haben wir jetzt wohl ein kleines Problem. Ich will seinen Arsch und du hältst deine schützende Hand über ihn. Also, wie regeln wir das jetzt? Woher weißt du, dass Ray so viel wert ist? Von seinem Steckbrief. Wieso? Du hast nicht zufällig einen davon. Und wenn es so wäre? Rück den Steckbrief raus oder ich prügel es nicht aus hier raus. Ihr wart doch früher mal Gefährten. Zählt das denn gar nichts? Nee, Kumpel. So billig kommst du mir nicht davon. Ich kaufe dir den Steckbrief ab und du vergisst die Sache. Ach ja. Nun, das wird aber nicht billig.
Also 200 Splitter müssten es schon sein. Hier ist das Geld. Gib mir den Steckbrief. Mit Vergnügen. Hier hast du ihn. So. Und jetzt hörst du auf, nach Ray zu suchen. Wen? Ich sehe, wir verstehen uns. Wenn du das sagst. Entzückend. Okay, haben wir die auch zufällig erledigt. So, wir müssen... Schön hoch hier. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Wir müssen sehr wahrscheinlich da runter. Sehr, 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 sehr wahrscheinlich. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis bald. Macht's gut. Tschüss.